Das Paschkow-Haus ist eines der schönsten und berühmtesten Gebäude in Moskau. Erbaut wurde 1784 bis 1786 im Auftrag von Peter Paschkow, dem wohlhabenden Sohn des Batmans von Peter des Großen. Paschkow ist zu seinem Reichtum durch Weinhandel gekommen. Es wird allgemein angenommen, dass der Autor des Projektes russischer Architekt Wassily Bajenow ist. Dokumente hierfür fehlen jedoch, da das gesamte Archiv 1812 während der Besatzung von Moskau durch Napoleon verbrannt war und während des Baus hielt sich Bajenow im Hintergrund. Das Haus befindet sich auf dem Borowitzki-Hügel gegenüber dem Kreml. Das Paschkow-Haus wurde das erste private Gebäude in Moskau, aus dessen Fenstern man den Kreml nicht von unten, sondern von oben sehen konnte. Das Haus war unter den Moskauer Bürgern sehr beliebt, vor allem wegen des direkt am Haus angrenzenden öffentlichen Parks mit wundersamen Vögeln. Das Herrenhaus erregte allgemeine Bewunderung. Der Dichter Michail Venevitinov nannte es das eleganteste Gebäude in ganz Russland. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau der Machowaja Straße der Zaun abgerissen und der Garten leider abgeholzt. Seit 1862 beherbergte das Paschkow-Haus die Kunstsammlungen und die Bibliothek des Rumjanzew-Museums, benannt nach seinem Gründer, dem Staatskanzler Graf Nikolai Petrovich Rumjanzew. Seine Sammlung handgeschriebener und gedruckter Bücher markierte den Beginn der Geschichte der russischen Staatsbibliothek. Rumjanzew vermachte alles, was er sammelte, zum Wohle des Vaterlandes und einer guten Bildung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts platzte das Rumjanzew-Museum buchstäblich von den Gemälden und anderen Kunstgegenständen, so dass in den früher 20er Jahren eine Sonderkommission eingesetzt wurde, um die Frage der Auflösung des Rumjanzew-Museums zu prüfen. Ein Großteil der Sammlungen wurde in die Tretjakow-Galerie verschoben. Das Paschkow-Haus ist auch durch den berühmten Roman von Michail Bulgakov, Der Meister und Margarita, bekannt. Die letzte Szene dieses genialen, unsterblichen Romans spielt sich auf dem Dach des Paschkow-Hauses ab. Bei Sonnenuntergang, hoch über der Stadt, auf der Steinterrasse eines der schönsten Gebäude Moskaus, eines Gebäudes, das vor etwa 150 Jahren erbaut wurde, befanden sich Voland, der Teufel und Azazella. Sie waren von unten nicht zu sehen, aber sie konnten die Stadt fast bis zu den Rändern sehen. Leti к ним и все устрой. Jetzt ist Paschkow-Haus ein Teil der staatlichen Bibliothek Russlands, die in sowjetischen Zeiten den Namen Lenins getragen hat und auch jetzt umgangssprachlich Leninka genannt wird. Derzeit beherbergt das Haus die Musik- und Tonabteilung, wo man sich Musikstücke abspielen lassen kann oder auch selbst auf den hier vorhandenen Klavieren abspielen. Die zweite Abteilung des Hauses ist Kartografie. Mit großen Tischen, denn einige Karten sind ja recht groß. Und die größte Abteilung ist der Rumjanzew-Saal für seltene Bücher und Handschriften. Hier werden auch die Originalhandschriften von Bulgakows Der Meister und Margarita aufbewahrt. Im zentralen Saal des Gebäudes, in dem sich in 30er Jahren der große Lesesaal befand, werden heutzutage
feierliche Veranstaltungen und Konzerte abgehalten. Der Zugang auf das Bulgakowsche Dach, von welchem Woland Moskau verlassen hat, ist leider nicht gestattet, denn letztendlich ist Paschkow-Haus ein Gebäude, von dem man auf Kremlin von oben sehen kann. Mir wurde lediglich erlaubt, die dahin führende Treppe bis zur letzten abgeschlossenen Tür zu gehen, was ich auch getan habe. Das Paschkow-Haus kann jedermann kostenlos besuchen. Dafür muss man sich einen Bibliotheksausweis der staatlichen Bibliothek Russlands ausstellen lassen. Den Bibliotheksausweis kann jeder Bürger Russlands oder eines anderen Landes, der älter als 14 Jahre ist, bekommen. Mit ihm kann man sowohl die Säle des Hauptgebäudes der Bibliothek als auch des Paschkow-Haus betreten. Dieses wunderschöne Haus im Zentrum Moskaus mit spannender Geschichte ist definitiv eines Besuchs wert.